Wenn wir weiter so verfahren, dass wir sagen, alle 4 Jahre tun wir unsere Stimme an den Garderobenhaken hängen, ne? Und kommen erst 4 Jahre später wieder drauf zurück, das ist zu wenig. Ne? Ich muss Ihnen sagen, keine der Parteien, die wir heute haben, ist wählbar für unsere Probleme, die wir haben. Aber deswegen kann man ja keine Wutpartei wählen, ne? Das möchte ich Ihnen empfehlen. Aber man darf auch nicht sagen, dann wähle ich überhaupt nicht, weil dann wählen Sie ja wieder die alten Parteien. Also bitte wählen, tun Sie nicht wählen im September, weil dann wählen Sie die anderen Parteien, unisono. Und jetzt gibt es eine neue Partei, die Frau Wies müsste eigentlich da sein. Ja. Ach, also ja. Hallo, die hat sich zur Aufgabe gestellt, wenigstens als BGE-Partei, bedingungslos runterkommen, auf dem Stimmzettel zu figurieren. Und dann können Sie wenigstens sagen, ich bin zwar nicht für euch, aber fürs bedingungslose Runterkommen. Ja.